Hallo Mädels, ja ihr seht schon, ich habe gleich noch ein Video abgedreht und ja, das liegt mich daran, weil ich euch gerne mitteilen möchte. Tada! Wir haben ja jetzt September. Das heißt, am Montag, den 2. September, fängt meine Ausbildung an zum Make-up-Artisten. Und ja, wie ich das bereits schon mal vorher angekündigt habe, möchte ich euch da gerne auf den Laufenden halten. Und ja, wenn euch das interessiert, schaut euch auf jeden Fall die nächsten Videos an. Und ich natürlich werde ich auch zwischendurch andere Videos drehen mal mit anderen Themen, aber ich denke, meinen einen oder anderen interessiert das jetzt auch ein bisschen mehr die Richtung Schminken, was ich ja jetzt ein bisschen weniger gemacht habe. Ich habe ja jetzt eher ja, Kosmetik im Bereich Cremes und Pflege und auch mal Haare und Fingernägel mehr gezeigt und ansonsten dekorative Kosmetik. Aber ich möchte euch in Zukunft natürlich gerade wegen der Ausbildung das, was ich gelernt habe, auch gleich umsetzen bzw. euch zeigen, was ich dort gelernt habe. Und ja, vielleicht interessiert das den einen oder anderen und ja, dann bleibt einfach dran und schaut euch einfach die nächsten Videos an. Ja, und was ich noch kurz dazu sagen kann, ist zum Beispiel, wie bereits angekündigt, hat man viele Möglichkeiten, auch diese Ausbildung fördern zu lassen, gerade bei der Akademie, wo ich halt jetzt bin. Und ansonsten kann ich euch jetzt gerade meinen Stand nennen, wie es bei mir aussieht. Ich habe ja zwei Kinder, der eine, der ist 11, der ist jetzt gerade in der Schule und der andere ist jetzt ein Jahr und der ist jetzt gerade bei der Tagesmutti. So, der ist jetzt schon in der Eingewöhnung und ab Montag geht es halt richtig los. Eigentlich wollte ich ja bei meinem alten Arbeitgeber weiterarbeiten, aber es hat wohl nicht ganz so funktioniert, wie ich es mir gedacht habe. Wahrscheinlich brauchte er mich jetzt nicht mehr Teilzeit. Und ja, jetzt bin ich erstmal auf der Suche nach einem neuen Job vormittags. Entweder halt irgendwie was ja, an Büroarbeiten, beziehungsweise vielleicht habe ich auch schon Glück, dass ich beim Fotografen oder irgendwo schon arbeiten kann am Vormittag. Als Anfängerin, als Visagistin dann halt. Ja. Und ja, mein BAföG ist beantragt. Am ersten Schultag muss ich noch einen Zettel ausfüllen lassen. Den gebe ich dann beim BAföG-Amt dann ab. Und dann läuft das Geld auch. Beziehungsweise, ja, müsste ich halt jetzt erstmal Arbeitslosengeld beantragen. Da habe ich jetzt auch einen Termin noch. Und ja, Und zur Hilfe könnte ich halt noch Wohngeld beantragen. Das ist erstmal zum Finanziellen. Und ja, wie gesagt, also wenn man das unbedingt machen möchte, auch wenn man denkt, man kann es finanziell nicht, weil ich könnte es eigentlich auch nicht. Aber mein Wunsch ist dermaßen hoch, dass ich das unbedingt machen möchte, weil das ist was, was mich erfüllt, was mir Spaß macht. Und man wird ja auch nicht jünger. Und mit Anfang 30, denke ich mal, ist das meine letzte Chance, nochmal was zu machen, was mir wirklich Spaß macht. Und das kann kaum irgendeiner von sich sagen, dass er eine Arbeit macht, die ihm wirklich Spaß macht. Die meisten machen einfach ihre Arbeit, ihre Tätigkeit einfach nur, weil sie da irgendwie hineingekommen sind und nicht, weil sie es unbedingt wollten. Und ja, ich habe halt die Möglichkeit, jetzt was zu machen, was ich unbedingt will. Und ich mag auch keine Jobs oder ich mag auch nicht länger irgendwo als 2, 3 Jahre zu sein, weil es ist mir einfach zu eintönig. Und durch diesen Job verspreche ich mir einfach, viele interessante Leute kennenzulernen in meiner anderen Umgebung. Das heißt, das ist für mich spannend, auch diese ganze Sache. Und ja, und gerade vielleicht Bräute zu schminken zum Beispiel, bei ihrem schönsten Tag ihre Haare machen. Also das erfüllt mich mit Glück und darauf freue ich mich schon so sehr. Und ja, so sieht es halt aus. Ja, wie gesagt, wenn ihr es gerne sehen möchtet, bleibt dran und seht euch meine nächsten Videos an. Ich werde wahrscheinlich so eine Serie rausbringen. Ja, keine Ahnung, zum Beispiel erster Monat. Also natürlich den allerersten Tag werde ich euch zeigen. Das heißt, wir werden unsere ganze Kosmetik gerne bekommen, unsere ganze Ausstattung. Und da werde ich natürlich nächste Woche gleich ein Video abdrehen. Ansonsten würde ich das mich so machen, vielleicht alle 2 Wochen oder vielleicht jeden Monat. Oder ja, sagt mir, wie ihr es haben möchtet. Wenn der eine von euch oder der andere sagt, ja Mensch, gib doch mal jede Woche ein Feedback. Ich weiß nicht, ob ich das jede Woche schaffe, aber ich kann es gern versuchen. Aber ich denke mal, die Sachen, die man lernt, das ist mit ein paar Tagen nicht gemacht. Ne? Also die Ausbildung ist ja nur mal ein Jahr. Vielleicht ist es ganz gut, alle 2 Wochen zum Beispiel. Ne? Also das würde ich vielleicht ganz gut finden, alle 2 Wochen oder jeden Monat ein Video abzudrehen. Dann wird es halt ein bisschen länger. Also sagt mir, wie ihr es haben möchtet und schreibt es mir einfach in meine Infobox beziehungsweise schreibt mir sonst eine Nachricht. Ja, das war's dann schon wieder. Und ja, schönen Tag. Wie gesagt, genießt dieses Wetter noch zur Zeit. Ne? Es ist echt herrlich. Und ja, bis zum nächsten Video. Bis dann. Tschüss.